Hallo und herzlich willkommen. In diesem kurzen Video zeige ich euch ein sehr nützliches Zubehörteil für den RS2. Hierbei handelt es sich um eine alternative Schnellwechselplattenaufnahme zu der schon vorhandenen beim RS2. Diese ist eigentlich fast ein Muss, wenn man den RS2 mit einem größeren Kamerasetup benutzen will. Und warum? Das sage ich euch in diesem Video. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuschauen. Das Besondere bei dieser Schnellwechselplattenaufnahme, hier sind die zwei LEMO 2-Pol und die zwei PTAP Stromanschlüsse. Bei diesen Anschlüssen könnt ihr mit passenden Kabeladaptern eigentlich jede Kamera und Zubehör mit Strom versorgen. Warum es Sinn macht, den Akku unter der Kamera zu positionieren, zeige ich euch gleich. Jetzt bauen wir aber erst einmal die neue Schnellwechselplattenaufnahme von Tilter an den RS2. Das ist nämlich ganz einfach und in 5 Sekunden erledigt. Die alte wird entfernt und die neue Schnellwechselplattenaufnahme wird wieder reingeschoben. Der Vmont-Akku wird hier unten angebracht und verteilt dann den Strom an die Anschlüsse der Schnellwechselplattenaufnahme. Dieser Vmont-Adapter ist aber auch abnehmbar und kann ausgetauscht werden mit einer Gold-Mount-Akkuaufnahme, falls man diesen Akkutyp bevorzugen sollte, wobei dieser ja eher in Amerika eingesetzt wird. Man könnte diese Schnellwechselplattenaufnahme auch ganz ohne Akku betreiben und den Strom mit dem im Lieferumfang inkludierten PTAP auf LEMO 2-Pol Kabel, welches 40 cm lang ist, einspeisen. Die LEMO 2-Pol Anschlüsse sind sowohl als Input als auch als Output benutzbar. Sehr praktisch. Wenn man die Anschlüsse nun mit dem inkludierten Kabel speist, dann hat man nur noch den anderen LEMO 2-Pol und die zwei PTAP Anschlüsse für die Stromversorgung von Kamera und Zubehör zur Verfügung. Wobei auch das fast immer reichen sollte. Wenn man den Vmont-Adapter entfernt, hätte auch das RavenEye Platz, welches hier einfach in die Blitzschuh-Aufnahme reingeschoben wird. Das ist das gleiche System wie bei der Schnellwechselplattenaufnahme von DJI. Wenn man jetzt aber einen Vmont-Akku benutzt, dann müsste das RavenEye-Videosystem natürlich irgendwo anders angebracht werden, da dieser Platz ja belegt ist. Insgesamt sehen die Schnellwechselplattenaufnahme von DJI und Tilter sehr ähnlich aus. Bis natürlich auf den Fakt des wesentlich höheren Funktionsumfangs bei der Schnellwechselplattenaufnahme von Tilter. Bei der Verarbeitungsqualität steht Tilter gleichauf mit dem sehr hohen Standard von DJI. Das ist schon sehr schön gemacht. Nur die Arretierungen sind hier anders bei der Schnellwechselplattenaufnahme von Tilter. Wobei ich sagen muss, dass mir diese fast sogar besser gefallen als die von DJI. Nun zu der Frage, wann sich diese Schnellwechselplattenaufnahme von Tilter wirklich lohnt. Hat man ein längeres Kamerapaket, also ein relativ langes Objektiv und jetzt noch einen Akku, der hinten an der Kamera befestigt ist, dann ist die Chance hoch, dass erstens die Kamera hinten am Rollmotor anstößt und zweitens sich die Kamera sehr schlecht ausbalancieren lässt. Mit der Schnellwechselplattenaufnahme von Tilter ist das jetzt aber anders. Der Akku befindet sich unterhalb der Kamera, was den Schwerpunkt des Kamerapaketes mehr in die Mitte rücken lässt. Ein Ausbalancieren ist mit diesem Setup also jetzt ohne Probleme möglich. Insgesamt wird der RS2 mit dieser neuen Schnellwechselplattenaufnahme von Tilter auf ein ganz neues Level gehoben. Das ist jetzt wirklich ein System, was professionellen Standards gerecht wird. Also für kleine Cinema-Kameras ist das ein ideales Zubehörteil. Mit einem Preis von ca. 170 Euro ist das ein wirklich guter Deal. Aber auch eine Alpha 7 S Mark III kann über einen Dummy mit PTAP-Anschluss von dieser Schnellwechselplattenaufnahme profitieren. Durch die externe Stromversorgung sind um einiges längere Laufzeiten der Kamera möglich. Ich habe euch mal für die gängigsten Kameramodelle passende Akku-Dummies in der Beschreibung verlinkt. Auch zu der hier gezeigten Schnellwechselplattenaufnahme habt ihr in der Beschreibung einen Link. Ich hoffe, euch hat dieses Video hier gefallen. Wenn es das gemacht hat, dann würde ich mich sehr freuen, wenn ihr mir einen Daumen nach oben gebt, einen Kommentar da lasst und ein Abo wäre natürlich auch super und würde mir echt weiterhelfen. Bis bald und tschüss!